Gas geben, bremsen, ausweichen und das unter Extrembedingungen. Der Straßenverkehr stellt uns täglich vor immer größere Herausforderungen. Ich bin Michelle, ich bin 23 Jahre alt und ich fahre schon seit 5 Jahren Auto, also schon seitdem ich 18 bin. Ich würde sagen, dass ich eine sichere Fahrerin bin. Nur im Winter habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die Situation nicht richtig einschätzen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Fahrsicherheitstraining, damit ich halt lerne, mit sowas umzugehen. Ich heiße Immo, habe seit 47 Jahren den Autoführerschein und habe aber doch sehr viel Respekt vor den Witterungseinflüssen und vor der Unberechenbarkeit der anderen Verkehrsteilnehmer. Und genau diesen Faktoren werden Sie jetzt beim ADAC-Fahrsicherheitstraining ausgesetzt. Mit dem Trainer geht's direkt auf die Strecke. Ein Tag, eine kleine Anzahl an Teilnehmern, mit Sicherheit und zeitgleich ganz viel Spaß. Denn es geht gleich richtig in die Eisen. Auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen müssen die Fahrer bremsen und ausweichen. Eine Hydraulikplatte provoziert zusätzlich das Ausbrechen des Hecks. So lernt man sein Fahrzeug richtig kennen. Bremsen ist für uns ein sehr wichtiges Thema, weil Abbau von Geschwindigkeit ist in Notsituationen immer gut. Und wir trainieren das hier auf verschiedenen Fahrbahnuntergründen, so wie es einem draußen in der Realität auch passieren kann. Der Tag war ganz toll. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe das Auto mal erlebt und Situationen erlebt, die ich hoffentlich im täglichen Betrieb so nie erleben werde. Also ich hatte super viel Spaß, ich habe so viel gelernt. Mit Spaß und Teamgeist zu mehr Fahrsicherheit.